Egal, wo du gerade bist, es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Und hier ist er, der Mann, der sich Julian nennt. Und das am 1. März 2014. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Sprechplanet. Der März ist da und er hat den Karneval direkt mitgebracht hier in Nordrhein-Westfalen. Ich wohne ja seit ein paar Jahren bei Düsseldorf. Ist im Moment Ausnahmezustand. Man kann nirgendwo hingehen, ohne unseriös aussehende Menschen zu treffen. Das war in Norddeutschland, wo ich vorher lange gewohnt habe, natürlich nicht so. Aber inzwischen muss ich sagen, nach dieser ganzen Zeit macht es mir sogar schon fast ein bisschen Spaß. Man passt sich an und man lernt das auch zu schätzen, diese Karnevalszeit. Aber auch nur so ganz, ganz langsam, muss ich dazu sagen. Heute haben wir einen ganz tollen Gast, ich freue mich sehr, Simone Derix hier bei uns am Telefon begrüßen zu können. Sie war bei Kabel 1, bei Geh aufs Ganze mehrere Jahre die Chefassistentin an der Seite von Jörg Dräger, dem großen Zockermeister, und ist aktuell auch wieder mit ihm vor der Kamera bei Alle gegen Dräger im Internet auf Family TV. Wir werden darüber sprechen. Viel Spaß, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zurück. Jetzt haben wir Simone auch schon bei uns am Telefon. Hi. Hallo, guten Morgen. Du warst die Chefassistentin bei Geh aufs Ganze bei Kabel 1 und bist jetzt 12 Jahre später wieder an der Seite von Jörg Dräger bei Alle gegen Dräger auf Family TV. Habt ihr irgendwie Kontakt gehabt oder war es auch für euch beide jetzt ein großes Wiedersehen nach 12 Jahren? Es war tatsächlich ein großes Wiedersehen, aber wir haben vorher telefoniert. Ja. Ich war irgendwie mit meinem Hund in der Welpenschule und hatte dann eine Nummer, die ich nicht kannte, auf der Mailbox. Und dann hatte ich einen Jörg dran und war dann auch recht amüsiert. Und dann habe ich ihn zurückgerufen. Dann hat er mir halt von Alle gegen Dräger erzählt, vom Konzept. Und dann fand ich das so schön und so süß und dachte, ja, warum nicht? Also kam er quasi auch auf diese Initiative, dass er dich tatsächlich ins Boot geholt hat? Ganz genau. Ja, ganz das genau. Das ist ja schön. Geh aufs Ganze war damals sehr, sehr erfolgreich bei Kabel 1. Das war ja bei Kabel 1 schon so eine Art Geh aufs Ganze Comeback. Es lief ja vorher jahrelang bei Sat 1 und lief dann bei Kabel 1 so im Gameshow Doppel mit dem Glücksrad mit Frederik und Sonja. Wie wurdest du denn für diese Show entdeckt? Du warst ja vorher schon Model und Schauspielerin. Gab es da richtiges Casting oder wie kam das damals? Casting, ja. Also es gab, es war ja eigentlich vom Konzept her dann für Kabel 1 auch so gedacht, dass S, also die Assistentin, die vorher ja den Mund nicht aufmacht, sprechen darf. Und das ging ja mit Glücksrad schon los und auch ganz erfolgreich mit Sonja und Freddy. Und daraufhin wurde auch gecastet. Ich hatte allerdings für die Produktionsfirma schon im Vorfeld für eine andere Game schon ein Casting. Und dann kamen die wieder auf mich zu. Und dann habe ich dieses Casting gemacht und dann hat das auch geklappt. Ja. Hat sich dadurch dein Leben auch ein Stück weit verändert durch tägliche TV-Präsenz? Kriegt man das auch im Privatleben dann mit? Damals war das schon, also da habe ich dann ja auch weniger gemodelt, weil ich einfach nicht mehr die Zeit hatte, wenn man eine tägliche Gameshow produziert. Und habe ja auch noch parallel Germanistik und Medienwissenschaften studiert. Ah ja, oh Gott, ja. Und fand das eigentlich in erster Linie für mich ganz interessant, weil ich dachte, Mensch, irgendwann wirst du vielleicht sogar hinter der Kamera enden. Ja. Dann ist doch Geh aufs Ganze eine ganz gute Chance, mal so hinter die Kulissen zu schauen, wie eine Produktion funktioniert. Das war mit meinem Anspruch. Und habe halt auch viel über Fernsehen gelernt, ohne dass ich jetzt dann Praktikum oder ein Volontariat machen musste und hatte auch noch einen schönen Job dabei und habe dann aber gemerkt, dass es halt vor der Kamera auch viel Spaß macht und bin halt auch dann dabei geblieben. Ja, und du warst ja auch tatsächlich auch als Chefassistentin in jeder Sendung präsent, in jeder Finalrunde dann auch noch wieder dabei. Also ihr wart quasi auch wie Frederik und Sonja so ein Geh aufs Ganze Doppel dann auf einmal, ihr beide. Ja, wir waren Doppel. Ich habe 2-3 Sendungen konnte ich nicht machen, weil ich da zu der Zeit dann halt einen Kinofilm gedreht habe, wo ich eine Nebenrolle hatte. Und da hat dann einer meiner Assistentinnen mich dann ersetzt für die 2-3 Shows, aber ich glaube, das fiel bei so 3 Jahren nicht weiter. Nee, das glaube ich auch. Aber ihr hattet ja sehr, sehr viel Publikum. Das waren, und ich nehme an, auch mehrere Sendungen pro Tag, also richtig viel Aufwand, auch logistisch. Wie lief das Ganze ab? Wie viel konnte man so in einer Woche schaffen? Ja,
haben immer 4 Tage die Woche. So, ich glaube, zum größten Teil immer 16 Sendungen gemacht, 4 am Tag. Naja, also richtig viel. Das ist auch, das dahinter steckt auch ein Riesenapparat. Also das ist auch nicht zu verachten, wie viele Menschen da im Hintergrund werkeln. Von der Ausstattung zur Kabelhilfe, von den Castern, die dann halt in der Publikumshalle, da waren ja im Studio immer 150 Leute, ja. Die sich die Leute auch anschauen und dann mit denen halt sich unterhalten und auch gute Laune schon mal im Vorfeld da so ein bisschen irgendwie forcieren, obwohl die kamen eigentlich alle immer gut gelaunt. Aber das ist ein Riesenapparat und alle gegen Träger ist dann daneben halt wirklich was ganz Kleines, Feines. Ja, ja. Und auch, wo wir eigentlich auch ganz, ganz viel im Do-it-yourself-Verfahren machen. Ja, das habe ich ja mitbekommen, aber ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Genau. Also ich fühlte mich da gut aufgehoben. Obwohl, du glaube ich, das war die allererste Aufzeichnung überhaupt, meine ich, wo ich dabei war, da hattest du Probleme mit deinem Kleid und warst trotzdem sehr souverän. Ja, also es war halt relativ, ist der Reißverschluss kaputt gegangen. Genau. Und ich hatte dann wirklich gerade keine Alternative und dann hat mich der liebe Michael, der wirklich auch so die Seele bei uns ist, da reingenäht und nachher wieder rausgeschnitten. Ach so, okay, ja. Gab es eigentlich damals bei Kabel 1, da gab es ja wirklich richtig viel zu gewinnen. Da gingen Autos raus, Traumreisen raus, da konnte sich so ein Leben auch ändern, da konnte man was gewinnen, was man im Prinzip sich manchmal auch gar nicht hätte zusammensparen können. Gab es im Nachgang dann auch so kleine Dramen hinter den Kulissen, wenn jemand wirklich, wirklich, sagen wir mal, im Finale verloren hat und dann wirklich ernsthaft traurig war? Nee, eigentlich nicht, weil alle im Grunde wussten, also Geh aufs Ganze war ein Klassiker. Das lief ja schon ein paar Jahre auf Sat 1 und es war einfach eine Glückssendung. Mhm. Also da wurde nicht mehr gezockt am Ende im Big Deal und das ist halt eine Chance 1-3. Und wenn es nicht geklappt hat, klar, schade. Also zumindest haben sie es nicht rausgelassen oder ich habe es nicht mitbekommen. Ja, ja. Also das, aber das ist ja, da kann man sich nicht mehr ärgern, weil man jetzt vielleicht irgendwie falsch gespielt hätte gegen den Jörg, sondern man hat einfach eine Wahl getroffen, funktioniert oder funktioniert nicht. Ja. Warum wurde es denn damals abgesetzt? Es lief ja anschließend 2002 noch sporadisch, donnerstags manchmal oder montags, ich weiß gar nicht mehr, so als Abendshow. Wir haben 10 Abendsendungen noch gemacht. Genau. Das sind 8 Sendungen. Man muss halt, ich denke mal, also um die Zeit ging es dann halt auch los mit Wer wird Millionär, was natürlich einschlug wie eine Bombe. Mhm. Noch zu D-Mark-Zeiten und die Game-Shows liefen schon sehr, sehr lange. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt, wenn man ein Zuschauer ist, man schaut sich, wo man Geld verdienen kann oder Preise gewinnen kann, nicht so viel Formate am Tag an. Ein Format und dann hatte man auf einmal, konnte man eine Million gewinnen, da ging es dann halt auch um Wissensfragen. Mhm. Dann sind viele Zuschauer vielleicht dahin auch abgewandert, weil sie dachten, Mensch, ja, mit so einem Big Deal Auto lockst du mich heute nicht unbedingt hinterm Ofen vor. Das kann sein, ja. Ja, leider, ne? Die Zeiten hatten sich, glaube ich, ein bisschen geändert und das hatte sich vielleicht auch so ein bisschen ausgespielt. Ja. Wie ging es danach für dich weiter? Ich habe mal nach dir gegoogelt, da kam sehr, sehr viel Verschiedenes. Bei eBay zum Beispiel gibt es Playboy-Hefte mit für dir. Für 1 Euro, genau. Genau, für 1 Euro, ab von 2002, wo aber auch Leute drauf bieten. Und ich habe deinen Auftritt bei TV Total damals gesehen, das war auch sehr witzig. Kann man alles noch so im Internet nachschauen. Ja, aber den muss man nicht unbedingt googeln. Ja, jetzt ist passiert. Warum nicht? Ja, wenn ich den heute sehe, denke ich, oh Gott. Da an. Ja, mir kam der Stefan Raab auch unglaublich albern vor im Vergleich zu heute. Ja, es war auch recht relativ an den Anfängen. Da gab es ja noch den Raab der Woche. Das war ja der Grund, warum ich dann da war. Ja, richtig. Was ja eigentlich eine ganz lustige Sache war. Und ich habe ihn ja dann nicht bekommen, aber das war auch völlig in Ordnung, weil der Mensch, der ihn dann bekommen hat mit dem Einspieler, der war einfach urkomisch. Mhm. Also das war völlig legitim, dass der ihn bekommen hat. Sehr, sehr schade, aber trotzdem, dass dann so sehr wenig noch zu sehen war. Sogar ging das so weit, dass du bei der Oliver Geissen-Sendung Es kann nur einen geben, letztes Jahr oder vorletztes Jahr aufgetreten bist,
wo man erraten musste, warum du eventuell prominent sein konntest. Ja, da ging es, glaube ich, irgendwie um die Aussage, Jörg ist mein Chef. Das war auch im Nachhinein auch, ich gedacht habe, oh Gott, was hast du denn da jetzt gemacht? Ja. Weil die mich dann anriefen. Also ich habe nach Geh aufs Ganze noch ein paar Sachen gemacht und ich moderiere auch nach wie vor. Mhm. Nur gehöre ich nicht zu dem Typ Rampensau. Also ich habe nicht irgendwie irgendwelche Formate gemacht des Prominentenstatus oder des ich bin jetzt auf Sendung willens, sondern ich hatte danach auch Castings für gewisse Sachen, die ich partout nicht machen wollte, weil ja. ich einfach dachte, das ist jetzt überspitzt gesagt unter meinem Niveau. Mhm. Ich habe dann noch ein kleines Format bei Tele5 gemacht. Ich war auch kurz bei MTV, aber nicht als Moderatorin, sondern habe da mit Ben Tewak damals die Freakshow gemacht, das deutsche Jackass. Ja. Wo man ja jetzt halt Sachen mit, ich habe viel versteckte Kamera gemacht, also viel als Lockvogel und so gearbeitet und nach wie vor auch immer noch viel Galen moderiere oder auf Messen moderiere, was mir auch sehr viel Spaß macht. Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine absolut tolle Sache, gar keine Frage. Also was einfach das Handwerk ist und was der Job ist und wo ich jetzt auch nie in irgendeiner Form beim Fernsehen was forciert habe, weil ich das unbedingt für mich brauche. Mhm. Deswegen ist es da auch ruhiger geworden oder habe da auch jetzt mich nicht so weiter drum gekümmert. Ich habe immer mein Ding gemacht. Ich model nach wie vor, ich mache nach wie vor auch meine Schauspielgeschichten und die Moderationsgeschichten, aber jetzt nicht im Großen und bin das dann auch wirklich nicht mehr angegangen, weil das Fernsehen an sich, wenn man da arbeitet und wenn man da irgendwie Teil von ist, ist schon auch hart und da ist mir mein Seelenheil zu kostbar für. Mhm. Ja, dann kann ich es auch nachvollziehen, dass du im Nachhinein das so ein bisschen bereust, weil es war ja schon, letztendlich treten bei Es kann nur einen geben, verstehen Leute auf und jeder erzählt eine kleine Geschichte und du hast halt gesagt, dass du die ehemalige Geh aufs Ganze Assistentin warst und ich denke, viele haben dich wiedererkannt. Andrea Kiewel hat das, glaube ich, auch gelöst. Es kam mir irgendwie komisch vor, dass du jetzt so als absoluter No-Name-Mensch da plötzlich standest, ne? Ja, ja, das hatten sie mir auch alles so ein bisschen anders erzählt und ich hatte leider Gottes die Sendung nie gesehen. Okay. Mhm. Ich kannte das Format nicht. Und ich wusste auch nicht, was mich da erwartet. Während ich da aber stand, dachte ich nur die ganze Zeit, was machst du hier eigentlich? Ja, okay. Und dann habe ich nur gedacht, okay, Zähne zusammenbeißen und durch. Ja. Und habe es mir auch nicht angeschaut. Also habe es dann einfach unter, ja, toll, Erfahrung abgebucht. Okay, okay. Häkchen drunter gemacht und weiter ging's. Wie gefällt dir denn jetzt dieses Comeback bei Family TV? Ich war ja bei euch dabei, ich durfte ja mitspielen, ich muss sagen, es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich war auch ein bisschen hibbelig, aber irgendwie aufgeregt gar nicht. Das war eher so eine Vorfreude, mal überhaupt mit Jörg Dreger spielen zu können. Das ist ja ein tolles Ereignis, weil er überhaupt gar nichts verlernt hat auch. Ja, das hat er in Fleisch und Blut. Das genau. Ist wie so ein, als wenn der in der DNA ein Zocker gehen hätte. Ja, genau. Auch in den Aufzeichnungspausen hat er noch ein bisschen weitergespielt. Und wie gefällt dir die Aufmachung? Es ist natürlich ein kleiner Sender, kleines Budget, aber dafür denke ich, okay, oder wie gefällt es dir? Es ist wirklich, als Jörg mir das erzählte und wir telefoniert haben und uns ja jetzt wirklich fast 10 Jahre nicht gesprochen haben, das ist eine ganze Dekade und in dieser Zeit passiert auch viel und wir sind auch alle ein bisschen älter geworden und haben natürlich auch viel in unserem Leben in der Zeit erlebt und uns auch an Punkten gebracht, wo wir vielleicht auch dem Leben so ein bisschen demütiger gegenüber geworden sind. Und wir haben jetzt beide den Anspruch, wir wollen Spaß haben in erster Linie. Ja. Wir wollen keine, wir haben kein Geh aufs ganze Studio, wir haben keine 150 Zuschauer, wir haben auch kein Budget, wo das Geld mit der Schubkarre rausgetragen wird. Mhm. Die Zeiten sind de facto auch vorbei. Aber das, was wir da machen, das machen wir gerne und das machen wir mit Liebe und Leidenschaft. Und das ist die Hauptsache. Und natürlich ist es jetzt alles anders, weil das ja komplett reduziert ist, eben weil es ein kleiner Sender ist, der den auch viele Leute einfach noch nicht kennen. Mhm. Und wir natürlich auch in einem kleinen Studio sind und da auch nicht die großen Möglichkeiten haben, was Zuschauer angeht. Aber unterm Strich macht es wahnsinnig Spaß, eben weil es sehr familiär ist, weil wir sehr nah zusammen sind, sehr nah zusammenarbeiten.
die Sendung auch zusammen irgendwie proben und ich da auch jetzt nicht einfach nur an seiner Seite stehe, sondern ihn da auch wirklich durch die Sendung leite, weil ich da auf der redaktionellen Ebene dann auch weiß, was kommt. Und dafür hatte er früher eine Regieassistentin. Ah ja, okay. Und das machen wir jetzt alles quasi in einer, ja, 20-Man-Show sozusagen, wenn ich jeden Kameramann und die Maske und dazu rechne. Ja, maximal können 3.000 Euro gewonnen werden. Ich glaube, dass das selten passieren wird, weil letztendlich kann ja nur einer wirklich Geld mit nach Hause nehmen. Ja. Und im Finale gibt es ja noch so Gegenangebote. Und ich kann mir vorstellen, dass dann wirklich die meisten sagen, naja, nehme ich lieber ein bisschen was als gar nichts. Ja. Aber das macht ja auch nichts. Das macht ja das Spiel nicht kaputt, oder? Nee, das macht es nicht kaputt. Die Leute wissen ja auch, was sie da erwartet. Und wenn wir jetzt weiterspinnen oder wenn wir mal ein bisschen träumen dürfen, dann kann man natürlich auch, wenn man mehr erreicht und wenn man auch mehr oder wenn der Sender auch ein bisschen mehr verdient durch Werbeeinnahmen, kann man natürlich das ganze Budget auch ein bisschen höher schrauben. Was natürlich eine schöne Sache wäre, aber das ist jetzt nicht, dass wir uns da hinsetzen und sagen, das muss jetzt so sein. Es ist, wie es ist und das macht Spaß und das ist die Hauptsache. Ja. Dadurch, dass es im Internet hauptsächlich zu sehen ist, gibt es natürlich auch sehr viel Resonanz, gerade bei Facebook, da kommt natürlich ganz schnell Feedback. Nach der ersten Folge gab es schon ein bisschen Kritik auch an der Titelmusik, die wurde dann relativ schnell geändert. Ja, die wurde dann auch geändert, also wird auch drauf eingegangen. Und das steckt natürlich auch in den Kinderschuhen. Wir haben jetzt auch mit der zweiten Staffel begonnen, also weitere 5 Sendungen jetzt auch aufgezeichnet. Ja. Oder sind gerade dabei, besser gesagt, und haben auch die Kritik, da kam ein paar sehr nette Briefe, was das Feedback angeht, aber auch wirklich konstruktive Kritik, die wir auch umgesetzt haben. Also auch was das Studio angeht, ein paar Sachen anders gemacht und ist jetzt auch wirklich, das macht auch wirklich viel aus und das haben wir auch wirklich dann ernst genommen. Ja, ist auch wichtig, dass das sind auch gerade so Sachen wie mit dem Kameramann, dass der besser nicht zu sehen ist, solche Kleinigkeiten, die das Ganze dann mal aufwerten, wenn man das einfach so Stück für Stück wachsen lässt, das Ganze. Genau. Der Sender hat gesprochen von 1,3 Millionen Zuschauern. Hältst du das für realistisch? Soweit ich weiß, wird das selber bei Family TV ermittelt. Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt wohl verschiedene Möglichkeiten von Quotenermittlungen, was ich mal so am Rande jetzt mitbekommen habe. Verstanden habe ich es bis jetzt noch nicht. Okay. Gebe ich ganz ehrlich zu. Da gibt es gewisse Ermittlungen. Wenn es real ist, würde ich mich natürlich sehr freuen. Wenn das so ist. Wie das genau aber ist, kann ich dir ganz ehrlich überhaupt nicht sagen. Ja, ist auch okay. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Wäre schön, wenn es so wäre und wenn das so stimmt, aber da fragst du in dem Fall tatsächlich die Falsche. Aber es ist ja schön, dass euch das auch gefällt und dass Jörg Dreger auch an dem Konzept festhält. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, so jemanden für sowas auch zu begeistern, gerade wenn es erstmal nur im Internet läuft. Und da sieht man natürlich auch, was für eine Liebe er zur Zockerei hat, ne? Dass er es wirklich mit Herz macht und das einfach ehrlich rüberkommt. Hast du eigentlich noch Kontakt, das würde mich noch interessieren, zu Sonja Kraus oder Frederik Meissner? Habt ihr damals auch parallel gedreht oder lief das bei Kabel 1 in München komplett nebeneinander? Nee, wir waren natürlich viel auf Veranstaltungen zusammen, weil wir einfach so als Paket, sag ich mal, liefen. Ja. Wenn wir auf irgendwelchen Veranstaltungen waren, auf der IFA oder auf dem Fernsehpreis oder dann waren wir natürlich auch alle zusammen da und Sonja hat ja auch früher viel gemodelt und wir kannten uns ja auch als Kolleginnen aus der Zeit und wir hatten jetzt auch über die Jahre hinweg immer sporadisch Kontakt und auch eine gemeinsame Freundin, die wir die hier in München lebt, über die wir dann auch immer jeweils über einen anderen erfahren, wie es dem gerade geht. Ja. Und den Frederik, den treffe ich schon hier häufiger mal. Ja, das glaube ich, das ist auch auf Medientagen immer zugegen und ist bei Sky sehr viel. Ja, aber Frederik ist ja auch wieder, der hat ja früher viel gemodelt und der ist ja auch nach wie vor ein guter Typ und der modelt tatsächlich auch wieder in diesem Best-Ager-Segment. Und da habe ich ihn auch wirklich schon das ein oder andere Mal auf Castings getroffen und das glaube ich ja. Und jetzt halt auch Kabel 1 hatte eine Feier, da habe ich ihn auch getroffen, also immer wieder mal sporadisch, weil München ist nicht groß. Ja, aber ist auch schön, wenn Kabel 1 eine Feier hat, dass es auch so an alten Gesichtern festhält und die wieder einlädt, ne? Ja, das ist
also das sowieso, aber da ist auch noch wirklich von Produktionsseite aus oder von den Leuten aus immer noch Kontakt. Also da trifft man sich wirklich ab und zu mal, man ist da auch miteinander verbunden, auch über Facebook, aber da kennt man sich, da erfährt man dann doch schon mehr über den, wenn man die wirklich persönlich kennt und nicht einer seiner, weiß ich nicht wie viel, 100 Freunden, dann kriegt man viel mit und dann kann man auch auf diesem Wege viel kommunizieren. Dafür ist Facebook wirklich auch eine gute Plattform. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es ist auch immer wieder spannend, einfach mal zu gucken, ne? Ja, Simone, vielen, vielen Dank für die Zeit hier, für das Interview. Weiter viel Erfolg mit Alle gegen Dreger. Dankeschön. Das ist jetzt. Ja, komm doch mal vorbei, wenn du möchtest. Ich war ja schon da. Ja, und? Ich kann vorbeikommen, tue ich jederzeit gerne. Wir würden auch Jörg Dreger gerne mal zum Interview einladen. Aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu plump gewesen, das dort zwischen Tür und Angel zu machen. Das müssen wir schon offiziell anfragen. Aber das machen wir auf jeden Fall. Ich komme gerne mal wieder vorbei. Ja, auch gerne, weil du warst ja ein guter Zocker. Ja, ja. Weil so Menschen wie dich mag er ja. Okay, vielen, vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Dir noch einen schönen Tag. Ja, das war Simone hier bei uns am Sprechplanet-Telefon. Herzlichen Dank, weiterhin viel Erfolg mit Alle gegen Dreger bei Family TV. Das ist, denke ich, eine gute Produktion dieses Internetsenders, der ja auch oftmals in der Kritik steht, aber das steht mir nicht frei, mich dazu zu äußern, weil ich auch gar nicht so stark in der Materie drin stecke. Ich wünsche auf jeden Fall dieser Produktion alles Gute und freue mich auf nächste Woche Samstag, da haben wir einen weiteren Gast hier bei uns. Der war 2009, vor 4,5 Jahren schon mal hier am Telefon, Achim Petri. Das ist der Sohn von Wolfgang Petri und der hat ja eine neue CD rausgebracht. Tritt aber nicht öffentlich in Erscheinung, deswegen sprechen wir mit seinem Sohn. Und ist ein sehr, sehr netter Typ. Hat er damals schon mit ihm ein langes Interview gemacht und ich denke mal, das wird diesmal ebenso schön. Der eine oder andere hat es vielleicht bemerkt, wir haben seit heute eine kleine Änderung hier vorgenommen in unserem Format Sprechplanet. Seit heute gibt es im Interviewteil, der ja bekanntermaßen immer der längste Teil hier einer solchen Audiodatei ist, keine Hintergrundmusik mehr. Ich habe mich mit dem Thema immer schon kritisch auseinandergesetzt und man kann eigentlich nur zwei Sachen machen. Oder so gesehen drei, ich habe mich jetzt für die Variante 3 entschieden. Entweder man macht eine schöne, laute Hintergrundmusik, so wie es im Radio auch oft vorkommt, dass man hört, okay, da spricht jemand und da läuft auch noch eine Musik. Oder man macht die Musik sehr, sehr leise, damit sie das Gespräch nicht so sehr stört. Aber dann kommt man unter Umständen in manchen Teilen des Gesprächs, klingt das dann so, als klimpert da noch irgendwas im Hintergrund und das kommt dann einem auch komisch vor, wenn die sehr leise ist. Oder man lässt sie ganz weg. Und ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, die Hintergrundmusik auch rückwirkend bei all unseren Gesprächen aus diesem Jahr und auch aus dem letzten Jahr, jetzt Stück für Stück wird das geändert, die Hintergrundmusik komplett rauszunehmen. Das hat im Prinzip keinen Nachteil. Man kann sich dann wirklich komplett aufs Gespräch konzentrieren und wird nicht abgelenkt von irgendwelchen, vielleicht auch manchmal zu lauten Geklimper, denn die Telefonleitung ist ja je nachdem, ob man mit jemandem über Handy spricht, wie die Leitung dann gerade ist und so. Manchmal ist der Mensch auch sehr, sehr leise nur am Telefon zu hören und wenn dann noch eine laute Hintergrundmusik klimpert, dann ist das schon für mein Empfinden sehr, sehr störend. Es haben sich kaum Leute darüber jemals beschwert. Ganz selten hat jemand gesagt, mach das doch mal ein bisschen leiser. Ich mache es jetzt aber nicht leiser, ich mache es komplett weg, weil ich das einfach albern finde, so eine Musik im Hintergrund laufen zu haben. So muss man sich auch weiterentwickeln und auch mal erkennen. Man hat natürlich jetzt so ein gewisses Grundrauschen, einfach weil die Telefonleitung generell ja so ein kleines Rauschen hat. Das hätte man vielleicht mit der Musik langfristig kaschieren können, aber ich finde das so ehrlicher, wir haben die Gespräche jetzt so, wie sie aufgenommen sind hier in unserem Interview, hier bei uns in der Sprechplanet-Folge dann auch jeweils zu hören und wenn ich da mal ein bisschen huste oder mal ein bisschen atme oder so, dann ist das alles mit drin und wird nicht irgendwie von irgendeiner Hintergrundmusik übertönt, die aber gleichermaßen auch dafür sorgt, dass man sich wirklich teilweise, ich habe mir jetzt auch manche Gespräche mal angehört aus den letzten Monaten, habe ich ja sonst nicht so wieder gemacht, dass man sich teilweise wirklich nicht mehr so sehr aufs Gespräch konzentrieren kann, weil man die ganze Zeit ist Geklimper und das ist ja auch immer so eine Schleife, das wiederholt sich ja nach 3 Minuten und die Gespräche dauern ja immer länger als 3 Minuten und wenn man dann mal so ein 30-minütiges Gespräch wirklich zum 10. Mal die Schleife von vorne beginnen hört und auch so laut, ich habe mir jetzt gedacht, das lassen wir jetzt mal weg. Wir hatten in den ersten Jahren 2009, 10 und 11 eine ganz, ganz leise Hintergrundmusik, das war auch okay, 2012 wollte ich es dann moderner haben mit einem neuen Sounddesign und habe dann auch eine neue, lautere Hintergrundmusik verwendet. Das bleibt auch so. Jetzt aber aus 2013 und 2014 nehmen wir es komplett raus. So, das dazu. Ja, ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche Samstag Achim Petri. Alaaf und Hello, meine Lieben. Wolle mal so reinlassen. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.